Mal sagen, ob ihr überhaupt einen Unterschied gesehen habt. Ey, da sind ein paar Dinger im Weg. Ich finde diese dieser Boden wollte ich eigentlich sagen. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Aha. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Ich wollte vorher gerade eigentlich nur damit sagen, dass der Boden da wirklich gut aussah. Giovannimo! Und, oh, kriegen wir das gleich beim ersten Mal? Nein, können wir gar nicht, glaube ich. Hä, sind wir gerade drauf gestanden leicht? Egal. Ja. Oh. Nein, ich bin zu dämlich. Ach ja, was mir auch gerade noch auffällt. Und zwar hier die linke Seite von uns gesehen. Ist, sieht voll viel. Sieht einfach viel neuer aus als die rechte. Das ist voll komisch. Und ich sollte darauf warten, wann das geschossen ist. So. Das Spiel schult mich gerade eben richtig hart. Ah, diesmal habe ich Gold. Endlich. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Cool. Interessante Geschichte, oder? Ja, ich finde es schon echt interessant. Also, ne? Ich finde es schon interessant, was ich für Luft atme. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, in dem Raum gibt es 2 Achievements. Ich sage euch nicht welche und ich sage euch auch nicht wo. Aber es gibt 2. Und man ist, es ist sau schwer, wahrscheinlich alleine drauf zu kommen. Naja, auf den einen kann man kommen, auf das andere eher nicht. Gut. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Okay. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Werde ich, keine Angst. Komm, ich catche einfach alles. Ja, Radium auf jeden Fall. Ja, was soll, wenn ihr unterfallen wollt. Du musst nicht mit dem Müll testen. Es ist nur Müll. Drück den Knopf nochmal. Ich finde es irgendwie so voll komisch, weil ich hab mich die ganze Zeit gewundert, wo war der Moment, wo sie direkt den Knopf nochmal, also mit dieser Sprache gesprochen hat. Ich habe mich echt gewundert. Und jetzt weiß ich wieder, wo es war. Oh, oh, wir catchen ihn. Fuck, nein, nicht runterfallen. Gut. Oh Gott, ich dachte, hat schon Angst. Ich mache hier mal kurz einen Speichern. Wir kommen jetzt gleich hierher. Eindeutig klüger. Einfach viel klüger. Yes. Ich will die CD mitnehmen. Erinnerst geht ja nicht, dich, ja, schade. Als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach, ja? Das war eine Metapher. Okay. In Wirklichkeit meinte ich dich. Oh. Und es tut mir leid. Echt? Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Okay, dann Radio, machst du hier gut. Alle, die hier noch vorbeikommen, werden dank dir gute Musik haben. Mach's gut, Radio. Und leb wohl. Wusch. Yay, wir sind so nice und awesome und schaffen so viel. Schön. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Soll es ja, das erste Mal, als ich es gespielt habe, hat es mich nicht mal erschreckt. Hättest du nicht auf mich warten können. Okay, dann nehmen wir uns den Herzchenwürfel. Ja! Oh, oh, oh nein!
Tut mir leid. Mein schöner Würfel. Okay. Der ist mir auf den Kopf gefallen. Ha, ich habe einen Helm auf. Okay. Na, oh nein. Schon wieder vermasselt. Wieso? Wieso? Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Ich muss mir die Folge merken. Ich muss euch was in die Beschreibung setzen. Ey, da oben ist Wheatley. Da war Wheatley. Blöpp. Daneben. Fuck. So. Gut. Ich zeige euch hier ein Achievement, aber auch nur, weil es zum Spiel gehört. Sagen wir es so. Ja. Es gibt dazu extra ein Sie sagt dazu noch was, also gehört zum Spiel, also zeige ich es euch. Hier. Wow. Hui. Husch. Da läuft ganz leise die Musik, wenn man zu nah genug dran ist. Und wir haben es geschafft. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Was sollte ich denn bitte mitnehmen? Ich hätte hier gerade mal diesen Würfel. Ach was, geh mal runter. Den Würfel hier, den ich mitnehmen könnte. Ungefähr so. You know? Ha. Ich habe einen Würfel mitgenommen. Nein! Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Oh. Sie sind so empfindsam. Und wir haben so viele davon. Oh, wir haben Physik vergessen. Egal, jetzt habe ich noch. Das ist interessant, was ich euch jetzt noch in die Beschreibung dafür packe. Ich glaube, es wird der erste bis zweite Link sein, den ihr seht. Ne? Wahrscheinlich der erste. Weil das ist wirklich interessant, wenn man es versteht. Vielleicht kennt ihr ihn ja schon. Das. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Wir beschleunigen einfach ein bisschen. Ui. Ja. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Stellt euch vor, ich will Tutorials machen. Ich habe gerade, echt, ich habe einfach alles verstanden. Schaut, sie hat gesagt, erst muss man den Würfel so runterholen. Und weil wenn man ihn durch das Ding mitnimmt, muss man, deswegen muss man so machen. Ich kann super gut erklären selber auch. So, so und so. Sie hat super erklärt einfach. Dann sind wir. Hui. Noch irgendwas, was hier interessant wäre? Nee. Gehen wir weiter. Also, best Tutorial Maker ever. Also wenn... Ich müsste mal schauen, ob es wirklich gar... Jemand muss mal den Kanal GLaDOS Tutorials machen. Die würde auf jeden Fall von mir ein Abo kriegen. Ne? Bitte mir der Kanal. Muss ja nicht unbedingt ein Mädchen sein, das den Kanal macht. Okay. Gehen wir weiter. Lalala. Nur so, die Wand ist drin. Würdest du es bitte lassen? Ach was, dann mach halt weiter. Neunter von 22 Tests? Nice. Lol, wir haben schon 9 Tests gemacht. Okay, ich glaube, man muss so und so machen. Wie einfach sich hier alles auf einmal erneuert schon. Nice. Giovannimo! Hey, ich bin's, mir geht's gut. Hi. Cool. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Ja, ich weiß auch nicht warum. Du warst das, oder? Ja. Gut, ich glaube, ich war versuch's was. Jetzt. Okay. Hui. Ich lag da einfach so rum, ja. Dachte schon, dass wir... Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu.
Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Oh, danke von dir. Okay, jetzt sollten wir es auf jeden Fall schaffen. Welcher Vogel ist das zu fassen? Ja, okay, ja. Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Wieso nicht sofort? Hui, au. Wir sind auf den Füßen gelandet. Erst wollen wir nach da, damit wir den Ding kriegen. Hergeschossen kriegen. Hui. Wieso nicht sofort so? Das ist viel leichter. Muss ich nicht wieder hinlaufen? Lol. Danke. Wir sind sofort drauf. Nice. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Ja, ich weiß. Wie ein Adler, ein fetter Adler. Danke von dir. Es hat bis jetzt noch niemand mich auf meine wunderschöne Figur angesprochen. Du bist die Erste. Vielen Dank. Vielen Dank einfach nur. Ich meine das ernst. Hallo? Nicht je. Wirst du oft als fetter Adler bezeichnet? Als majestätischer fetter Adler? Ich glaube nicht. Also, ich bin darüber stolz, über dieses Kompliment. Nur weil ihr es nicht versteht. Und ja, ich trinke. Beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Interessant. Gut, dann machen wir es so. Je. Au. Je. Je. Lop. Und dafür müssen wir nicht mehr treffen. Ha. Nicht treffen ist besser. Also gut. Go, Würfel. I choose you. Auf jeden Fall kein Würfel, I go Würfel, I choose you. Au. Gut. Irgendwie glaube ich mit dem Spiel ja nicht, weil ich habe die ganze Zeit irgendwie ganz kurze Frame-Einbrüche. Komisch. So. Okay, jetzt nehme ich noch einen runter. Mit dem gehen wir eine Ebene runter, nicht hier, da werden wir uns wieder so machen müssen und bla, uns nichts bringen. Upp. Oben ist das Blaue. Gut. Und jetzt hat hui. Hier gibt es auch, glaube ich, eine Tiefe, dass man schnell genug schafft. Teleuniversity und vielen noch weiter. Test bestanden. Yay. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Ja, danke. Nett von dir. Und irgendwie mache ich. Habe ich das Gefühl, als hätte ich, würde ich irgendwas falsch machen, weil ich habe die ganze Zeit Frame-Einbrüche, hallo? Haben wir ja auch gerade beim Reden wahrscheinlich gehört. Echt nicht nett. Solange es nicht komplett leckt, ist alles in Ordnung. Ja, hier, 100 FPS und auf einmal kurz mal 0 und dann mal 3 und dann wieder hoch. 11, das ist schon nice, bin schon fast fertig. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Cool. Es würde auch dein Haar in Brand setzen. Nicht also cool. Lass es lieber. Okay. Hey, hier ist was. Lol. Fühlt man da reinkommen, wenn man schnell genug ist? Ich werde es mal versuchen.
Obwohl, ne, wir versuchen es nochmal. Letzter Spielstandladen sollte ja der hier sein direkt. Da versuchen wir das jetzt gleich nochmal. Wenn es geladen hat. Als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand. Ey, da ist auch Wheatley. Das ist Wheatley. Interessant, anscheinend ist in jeder Testkammer einmal Wheatley zu sehen. Was? Only not with my eye. Warte mal. Was ist denn sein. Ach so. Sei. Dieses Ding mag sehen. Das Ding mag's ohne Augen zu sehen. Einfach ohne. Ihr könnt mir ja mal richtige Übersetzung hier hinschreiben. Ich hatte jetzt zwei Wochen Ferien. Erwartet nichts von mir. Tanke einfach mal. So. Au. Kopf angehauen. So. Hier sind keine Filmabbrüche, aber wenn sie redet zum Beispiel. Ach was, das Spiel macht, was es will. Lop. Jetzt könnte man entweder versuchen, sich irgendwie hoch zu stapeln wieder oder so raus. Oder man geht einfach hier durch. Ich war mal zu dumm dafür. Dann ist so. So. Und sterben wir jetzt? Ja, tu mal. Fuck. Ich dachte, wir treffen. Ne? Ich dachte, wir treffen den richtigen Punkt. Aber immerhin nicht alles wieder. Fuck. Ach, ich lebe noch. Und ihr dachtet, ich sterbe. Nee. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ey, das. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Nee. Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Wo ist jetzt das Achievement? Ich möchte das Achievement haben, dass ich grausam bin. Hallo, das ist eine Herausforderung, grausam zu sein. Normal sein kann jeder, aber grausam, das ist schwer. Mit meinem Achievement haben.